Führer empfing den Großmufti von Jerusalem, einen der einflussreichsten Männer des arabischen Nationalismus. Der Großmufti ist das religiöse Oberhaupt der Araber in Palästina und gleichzeitig deren oberster Richter und Finanzverwalter. Wegen seiner nationalen Haltung verfolgten ihn die Engländer erbittert und setzten auf seinen Kopf einen Preis von 25.000 Pfund aus. Auf abenteuerlichen Wegen gelangt er über Italien nach Deutschland. Er war der anerkannte Führer der palästinensischen Gesellschaft. Er war sehr populär. Er war nicht korrupt. Und das war eine ganz riesige Ausnahme unter der arabischen palästinensischen Elite zu der Zeit. Bosnien-Herzegowina. 1001 Nacht an der Adria, wie die deutsche Wochenschau gerne vorgaukelt. Nahezu die Hälfte der Menschen in Bosnien sind Muslime. Das Land gehört zum faschistischen Kroatien. Es kämpft treu an der Seite der Deutschen. Auch die meisten Muslime, die sogenannten Bosniaken, sind deutschfreundlich. Längst weiß man auf dem Balkan, dass die Nazis dem Islam freundlich gesonnen sind. Ein ideales Feld für den Mufti, die Berliner Freunde von seinen Diensten zu überzeugen. Denn nur scheinbar ist Bosnien ruhig und friedlich. Seit der Besetzung Jugoslawiens kämpft die Wehrmacht erbittert gegen die Partisanen Titos. Vor allem Bosnien droht außer Kontrolle zu geraten. Neue Kräfte werden dringend gebraucht. Im Februar 1943 befiehlt Hitler, eine neue SS-Division in Bosnien aufzustellen. Gezielt werben Himmlers Offiziere unter den Bosniaken für Nachwuchs in der Waffen-SS. Nach einem orientalischen Krummsäbel wird die neue Einheit Handschar genannt. Von Beginn an ist Husseini in die Aufstellung der muslimischen SS-Division eingebunden. Für die Nazis werden aus Muselmanen jetzt Muselgermanen. Kurzerhand bestimmt Himmler die Muslime auf dem Balkan zu den rassisch wertvollen Völkern Europas. Gehorsam bis in den Tod schwören die Muslime dem deutschen Oberbefehlshaber Adolf Hitler. Am Ende sind über 20.000 in der Einheit, unter ihnen auch Deutsche. Der Großmufti persönlich wirbt in Bosnien für die Kollaborationstruppe. In Absprache mit Himmler ist Husseini für die weltanschaulich-geistige Erziehung der Handschar-Soldaten zuständig. Der Großmufti soll die Brücke zwischen der germanischen und der arabischen Welt schlagen. Himmler gesteht ihm sogar Imame und Mullahs für diese spezielle Truppenbetreuung zu. Die muslimischen Geistlichen wählt der Mufti selbst aus und erzieht sie in einer Imam- und Mullah-Schule. Das Novum in der Waffen-SS gab es ja, bei der Wehrmacht gab es zum Beispiel feldgeistliche, katholische, evangelische. Bei der Waffen-SS gab es das nicht, nur eben bei der Handschar. Und diese Imame hatten praktisch ja die religiöse Betreuung. Liebe Kameraden, die Freundschaft zwischen Muslimen und Deutschen ist viel stärker geworden, weil der Nationalsozialismus in vieler Hinsicht der islamischen Weltanschauung parallel läuft. Die Berührungspunkte sind der Monotheismus und die Einheit der Führung, der Islam als ordnende Macht, der Kampf, die Gemeinschaft, die Familie und der Nachwuchs, das Verhältnis zu den Juden, die Verherrlichung der Arbeit und des Schaffens. SS-Reichsführer Himmler schaut mehr auf die inneren Werte. Ich muss sagen, ich habe gegen den Islam gar nichts. Denn er erzieht mir in dieser Division seine Menschen und verspricht ihnen den Himmel, wenn sie gekämpft haben und im Kampf gefallen sind. Eine für Soldaten praktische und sympathische Religion. Himmler ist gewillt, auch auf die religiösen Eigenheiten seiner neuen Soldaten Rücksicht zu nehmen.
Beim Mufti lässt er anfragen, was der Islam für die Ernährung des Soldaten vorschreibt. Sogar einen Kochlehrgang für eine Verköstigung ohne Alkohol und Schweinefleisch richtet die SS ein. Den Deutschen in der Division verbietet der Reichsführer, über die muslimischen Freiwilligen zu witzeln. Persönlich kümmert er sich um die Kopfbedeckung für die muslimischen Rekruten. Und wir trugen natürlich den Fez. Auch wir Deutschen, und das war vorgeschrieben, den Fez fällt grau mit Totenkopf und Hoheitsadler vorne drauf. Mit der Quaste, ne? Das war unsere Uniform. Die Führung des Instituts möge ihre islamische Mission erfüllen, um die Geschichte der Muslime, den Islam und seine hohen Forderungen sowie seine erhabenen Ziele zum Wohle der Menschheit hervorzuheben. Amin al-Husseini, der Großmufti von Jerusalem, weiß von Beginn an, was mit den Juden in Deutschland und Europa geschieht. Adolf Eichmann persönlich weiht den Mufti Anfang 1942 in die Lösung der europäischen Judenfrage ein. Husseini ist sehr beeindruckt. Im Sommer 1942 schickt er Abgesandte zwecks Besichtigung ins KZ Sachsenhausen. Auch sein Freund SS-Reichsführer Himmler berichtet dem Großmufti 1943 über den Stand der Endlösung. Wir haben bis jetzt ungefähr 3 Millionen von ihnen vernichtet. Er war bekannt in der ganzen islamischen Welt. Er hielt seinerzeit die islamische Konferenz in Jerusalem ab. Er arbeitete weiter mit islamischen Kreisen und Institutionen bis ans Ende seiner Tage. Am 4. Juli 1974 stirbt Muhammad Amin al-Husseini, der Großmufti von Jerusalem, in Beirut. Er wird 77 Jahre alt. Gleich rollen wir den Fall des NS-Schergen Ivan Demjanjuk auf.